Skikurs für Anfänger Teil 2, Bewegung in der Ebene. Jetzt geht's richtig los, wir schnallen gleich unsere Sportgeräte hier am Hang an und du bist zum ersten Mal richtig mit dem Ski verbunden. Im allerersten Video hast du ja schon deine Ausrüstung kennengelernt. Da haben wir über die Ski gesprochen, über die Schutzausrüstung, über die Stöcke, über Skitragen und jetzt bist du endlich am Hang. In diesem Video wollen wir uns zunächst einmal zum allerersten Mal auf Skiern bewegen, möchten das Equipment auch von dieser Seite kennenlernen. Was du dafür benötigst, ist eine Ebene wie hier, kein Hang, also wirklich nichts, was abschüssig ist, sodass du da wirklich gut trainieren kannst, zunächst einmal die Eigenschaften des Skis kennenzulernen. Du benötigst auch an dieser Stelle die Stöcke noch nicht, das heißt, die stellen wir jetzt gleich zur Seite. Und dann ist natürlich das erste Wesentliche, in die Bindung hineinzusteigen und das mit einem Ski. Und das machen wir jetzt. Um jetzt richtig in die Bindung hineinzusteigen, legst du zunächst einmal deine beiden Ski im Schnee aus und steigst nun in die erste Bindung ein. Was machen wir hier? Das allererste, was wir tun, ist, wir versuchen unter unseren Skischuhen den Schnee abzuschlagen. Das ist bei mir jetzt ganz gut gegeben. Problem ist, wenn hier drunter viel Schnee ist, dann kommst du nicht gut in die Bindung hinein. Jetzt aber der erste Teil, den wir auch schon im ersten Video teilweise gesehen haben. Vorne mit dem Skischuh hinein, hinten langsam in die Bindung einführen und dann mit Druck, klack, einmal die Bindung einrasten lassen. Wenn das dann passiert ist, hast du das Gefühl, wirklich eine Verlängerung am Körper zu haben. Das Sportgerät ist jetzt fest mit dir verbunden. Es kann dazu kommen, bei einem Sturz von deiner Bindung, dass die Bindung tatsächlich geschlossen ist, so wie hier jetzt. Dabei ist es dann wichtig, dass du, bevor du wieder einsteigst, dieses hintere Bindungsteil, was jetzt in der geschlossenen Position ist, wieder zu öffnen. Einmal mit Druck und zack, ist dieser Bindungsteil wieder offen. Also, im ersten Lernziel jetzt verbinden wir uns mal mit einem Ski, lassen unsere Stöcke völlig beiseite, vorne hinein, hinten mit Druck und sind jetzt verbunden. Und was du direkt einmal spürst, ist, dass dieser Ski jetzt auf dem Schnee gleitet. Ja, das ist der erste Teil. Wir befinden uns jetzt auf einem Gleitsportgerät. Das bedeutet für dich kein Halt mehr. Wenn du beide Ski anhast, geht es sofort los. Bei Hangneigung ist direkt eben Geschwindigkeit am Start. Da probieren wir uns jetzt zunächst einmal aus in der Ebene. Du übst einfach mal mit diesem Ski ja Roller zu fahren. Hast ja das zweite Bein, das du nutzen kannst. Fährst hier wie bei einem Roller, bei einem Tretroller, den du ja nutzen kannst, damals als Kind vielleicht den Pucki-Roller, dann den City-Roller oder heute die E-Scooter, die man dann nicht mehr wirklich anschieben muss, aber die fahren. Und ja, diese Gleiteigenschaften erstmal ertesten. Wie fühlt sich das an für dich? Was hat der Ski alles für Eigenschaften? Wie fühlt sich auch der Schuh an? Das ist erstmal wirklich ein richtiges Ausprobieren. Und in diesem Lernziel hier in der Ebene geht es auch für dich darum, erstmal Stabilität auf dem Gerät zu bekommen, dich sicher mit einem Gerät zu fühlen. Führ ihn mal rum, gewinn einen ersten Eindruck. Ja, wie ist es auch vielleicht, wenn du die Beine einfach mal neigst und auf die Kanten des Ski steigst? Was passiert da? Ja, und dann bewegst du dich so fort, dass du zum Beispiel auch mal einen richtigen Schub gibst, dich auf den Schnee legst und einfach mal gleiten lässt. Du hast jetzt natürlich immer noch die Möglichkeit, mit dem zweiten Bein dich gut abzustützen. Und so geht es dann voran. Jetzt geht es einmal darum, das Ganze auch auf der anderen Seite durchzuführen. Da steige ich jetzt mal in meinen linken Ski ein. Mit Druck, zack, bin ich in der Bindung. Und auch hier wieder dieses Gefühl bekommen, was bedeutet es jetzt auf diesem Ski zu gleiten, die Kante zu spüren. Was haben wir da für Eigenschaften? Ja, auch da gehe ich mal über in Richtung Rollerfahren. Das heißt, ich stelle mir vor, wirklich mich anzuschieben, lehne mich mal auf den Ski, lasse laufen. Hab den anderen Fuß zur Stabilität und auch hier wieder anschieben, laufen lassen. Mal ausprobieren, was die Kante da macht. Du spürst direkt, okay, da ist natürlich dein Körper verbunden mit dem Sportgerät. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn du jetzt einfach auf Schuhen hier über dieses Schneefeld läufst. Und damit haben wir das erste erreicht. Wir sind mal auf einem Ski durch die Ebene gegangen, haben damit den ersten Eindruck vom Ski bekommen. Und jetzt kommt der spannende Moment. Beide Ski werden eingesetzt.
Ich steige also ein, hier im Nicht-Gefälle, einfach auf der Ebene, wieder der erste Ski und der spannende Moment, der zweite Ski. Und schon merkst du, oh oh, in alle Richtungen, wo es vielleicht noch ein bisschen abschüssig ist, wirst du gleiten. Du bist jetzt nicht mehr wirklich fest mit dem Boden verbunden, insbesondere dann, wenn du deinen Belag plan auf den Schnee legst, so wie jetzt hier gerade. Und so gehst du jetzt erstmal ein bisschen, versuchst dich zu orientieren, lässt vielleicht auch hier mal ein bisschen gleiten auf beiden Füßen, spürst wirklich, wie sich das verhält, wie sich die Ski verhalten. Und was du auch direkt merken wirst, wenn du jetzt hier solch eine Kurve gehen möchtest, kannst du nicht wie beim normalen Gehen deinen rechten Fuß ausstemmen und hier überschreiten. Da verkreuzen die Ski und du wirst leider einen Sturz hinlegen. Du musst immer zunächst einmal deinen linken beiseite schaffen und den rechten nachziehen. Das Ganze hier nennt sich direkt mal Sterngehen. Du gehst quasi einen Stern mit der Rückseite. Gute Übung. Das gleiche kannst du auch vorne machen, indem du einfach mal vorne einen Stern gehst, einen ganzen Kreis und so einen Eindruck bekommst, wie sich der Ski verhält. Und so haben wir den Stern komplettiert. Was du hier auch direkt siehst, ist, dass durch den Einsatz der Kante oder dem Rausschieben du deinen Ski direkt seitlich auflegst. Und was du da auch im Laufe deiner Übungen feststellen wirst, ist, dass die Kante dir Halt gibt. Und der Belag ist eben ja, gleitend, glitschig, im Prinzip das, worauf wir die Geschwindigkeit aufnehmen. Über die Kante bauen wir Geschwindigkeit ab, bremsen. Das heißt, immer dann, wenn du die Kante einsetzt, wirst du Festigkeit im Schnee erhalten. Und so ist es jetzt auch, wenn ich hier in der Ebene vorangehen will, geht das gut über die Belagseite noch. Wenn ich dann aber einen Berg hinaufgehen möchte, wie zum Beispiel diesen hier, dann wird das ganz schön schwierig mit dem Belag, weil dann irgendwann komme ich an den Punkt, dass ich abrutschen werde. Ich komme nicht mehr weiter. Es gibt keine Chance, hier hochzukommen. Und dazu kommen wir dann zu Lernziel Nummer 3, nämlich dem Hinaufgehen eines solchen Berges und das eben über unsere Kanten. Aber natürlich, bevor wir zum Lernziel 3 kommen, ist es jetzt wichtig, dass du gut aus der Bindung herauskommst. Hier jetzt in der Ebene hast du zwei Optionen. Du kannst dich entweder wieder zu deinen Stöcken begeben, den Stock nehmen und hinten ganz klassisch, das ist der beste Weg, die Bindung öffnen. Das ist sowohl sehr schonend und gut für den Ski, als auch einfach für dich. Du musst dich nicht bücken. Der zweite Weg ist, dass du ohne Stöcke dich hinstellst und hier wirklich mit Druck auf den Ski gehst. Das muss aber auch ein bisschen geübt sein. Das Gewicht muss gut verlagert sein. Dann kommst du auch aus der Bindung. Wenn ein Schuh mal raus ist, kannst du hier auch mit dem einen Schuh die andere Bindung auftreten. Das ist gut. Was ich dir nicht empfehlen kann, auch im Sinne deiner Bindung, ist, dass du mit dem anderen Ski, das sieht man häufig, die Bindung öffnest. Diese Variante ist nicht so gut für das Material deiner Bindung. Davon solltest du besser absehen. Aber jetzt geht's auf ins Lernziel Nummer 3, ins dritte Video. Da sehen wir uns gleich wieder.